Hallo. So, das gibt jetzt wieder ein Video auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Abonnenten mein Kanal schon hat, aber ich schätze mal, das wird definitiv nur unter 10 sein. Aber das macht nichts. Wir waren jetzt gerade noch Besuch gehabt, waren zwei Kumpels da. Sonntag hast du Besuch, sind Kumpels da und dann musst du Kumpels mehr oder weniger rausschmeißen, weil der am Sonntagabend zur Nachtschicht gegangen muss. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Aber ja gut. Ist halt so. Das ist halt so. Und cool ist, die haben jetzt gerade mal meine Lohnabrechnung vorher aufgemacht. Da ist der zweite Blatt mit der Bakeware. Ich habe mich schon gewundert, dass da ein Einzelverbindungsnachweis oder irgendwas dabei ist. Ein Stundenzettel oder so, aber ne. War ein Blatt dabei, dass sie ab September, also ab diesem Monat, 2% Lohnerhöhung kriege. 2% Lohnerhöhung macht 31 Cent bei mir aus, dann kann er da euch theoretisch ausrechnen, was ich verdiene. Ja, und für das, dass ich am 1.7. da erst angefangen habe und schon zum 1.9. die erste Lohnerhöhung kriege, finde ich das eigentlich gerade mal so schlecht. Macht jetzt zwar nicht viel aus, aber immerhin. Problem ist jetzt eher, mein Junge hat mir ja gestern abgelöst von der Schicht und dann irgendwann, ich kann ja nach dem Schaffen dann nicht immer gleich ins Bett, sondern hocke ich noch relativ lange am PC und gucke halt irgendwas, dann schickt mein Junge mir, also der hat mich abgelöst heute Morgen an meiner Maschine, schickt er mir ein Bild vom Modell und hat gemeint, er hat Teile von mir sparen müssen. Da ist irgendein Werkzeug ausgebrochen und ich hau sie sehr. Ja, gut. Mein Ding ist eigentlich so, dass wenn ich da ein halbes Jahr jetzt in der Firma dabei bin, dass ich dann ins Büro gehe und sage, weil es ist ja im Arbeitsvertrag letztendlich schon ausgehandelt war, dass ich nach einem Jahr mehr Geld kriege, aber wir haben dann damals auch versucht, das noch irgendwie auszuhandeln, dass ich das nach einem halben Jahr kriege. Dann hat man beim Einsteller gemeint, ja, das könnte man jetzt machen. Wir haben den Vertrag ja dann trotzdem unterschrieben. Ich möchte aber das Geld eigentlich dann eher noch mal halbe Jahr haben. Also, ich habe mich beworben und dann haben die mich gefragt, was sie jetzt für einen Stundenlohn haben. Da habe ich gesagt, das haben jetzt und das möchte ich jetzt auch haben. Dann haben die gesagt, das können sie mir geben. Erst nach einem Jahr. Anfangen müsst ihr jetzt für einen Euro weniger, ein Jahr lang, und nach einem Jahr werde ich das dann kriegen. Den Arbeitsvertrag habe ich dann unterschrieben.
zwar mit weniger Stundenlohn, durch das Schichtmodell verdiene ich jetzt aber etwas weniger. Sondern eher so dann noch mehr, aber das Schichtmodell heißt für mich eigentlich, für das, dass ich Samstag, Sonntag zum Schaffen gehe und dass ich 7 Tage am Stück durchschaffe, dass ich auch mehr Geld verdienen muss, als wenn ich jetzt normal irgendwo zum Schaffen gehe. Und nicht, dass ich für das gleiche Geld letztendlich so eine Schicht mache. Ich verdiene jetzt zwar etwas mehr wie vorher, aber was ist der? Der Stundenlohn sollte halt einfach ein normaler Stundenlohn sein, was im Prinzip jeder hat. Und wenn jemand halt so eine Schicht dann macht, dann hat er das als Zulage für das, dass er die Schicht macht. Also muss ich davon ausgehen, ich hätte jetzt irgendwo einen Job, wo ich gehe, Schicht da und habe einen Stundenlohn X, dann möchte ich den Stundenlohn X haben. Die Schichtzulage kommt dann nachher oben drauf. Von dem Stundenlohn bin jetzt nur 1 Euro weg, was ihr eigentlich mindestens haben wollt. Und eigentlich hätte ich eher gedacht, dass es dann vielleicht mal 1 Euro mehr wird oder 2 Euro mehr. Aber das wird in der Firma wahrscheinlich nicht passieren. Hier ist halt die Frage, was ich machen soll. Soll ich gucken, dass ich irgendwo anders einen Job kriege mit dem Stundenlohn, was ich mir eigentlich vorstelle, und dann halt wieder eine Schicht, wo ich letztendlich dann unterm Strich auch mehr Freizeit habe. Weil wenn ich jetzt in der Firma sage, ich möchte mehr Geld, das wird, denke ich mal, schwierig war er. Solange von der Produktion her alles passt, hätte ich vielleicht nur Chance, aber wenn jetzt von mir schon mal Teile gespart worden sind, ich weiß es nicht. Da können wir jetzt bloß hoffen, dass wir die nachbearbeiten können. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es kalt geworden. Richtig, richtig kalt. Außentemperatur im Auto zeigt zwar 11 Grad dann, aber gefühlt, keine Ahnung, sind es draußen keine 11 Grad. Ich muss jetzt demnächst mal anfangen, mich im Geschäft umzuziehen. Bei uns im Geschäft, da hängen Kittel rum, ich habe keine Ahnung, von wem die Kittel sind. Wo man halt anziehen kann, wenn man rausgeht zum Rauchen oder so. Dann brauche ich eigentlich nicht meinen Privatkittel dann nachher mit der Maschine mitnehmen, wo ich dann nachher auch wieder anziehe, wenn ich heimgehe. Habe ich zwar in der vorigen Firma auch gemacht, aber da habe ich die Kittel dann immer in den Vesperraum gehängt und der Vesperraum, der war direkt bei mir vor der Maschine. Jetzt
der feste Raum, der ist ewig weit weg. So weit weg, dass ich da gar nicht hingang. Ja, und mit meinem Autoabsteller bin ich jetzt halt auch nicht weitergekommen. Aber eigentlich kann ich vor, das zu machen. Ich bestelle den Graton EXB als RTR-Version, weil der Preis, was die aufrufen, den finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich krieg den zusammengebaut nachher zugeschickt und das kostet, glaube 30 Euro mehr, als wenn ich das selber zusammenbaue. Also baue die den A für 30 Euro zusammen und B sind ja nachher noch Kleinteile irgendwo mit dabei. Keine Ahnung, was für Kleinteile. Aber die müsst ihr ja sonst selber separat auch noch kaufen. Und dann bestelle ich nachher irgendwas und die haben noch nie ein RC-Auto zusammengestellt. Also weiß ich eigentlich noch gar nicht wirklich, was ich da eventuell brauchen könnte. Wenn ich so einen Regler und Motor bestelle und das Auto bestelle, dann ist auf jeden Fall noch kein Ritzel dabei, was auf den Motor drauf kommt. Wenn ich das als RTA abstelle, dann habe ich das schon mal weg. Das Ritzel ist da schon dabei. Das Auto kommt ja fahrtüchtig. So, dann ist da verlötet, ist da glaube ich nichts. Das ist alles gesteckt. Ja. Und so ein Ritzel, das habe ich glaube ich gar nicht mit einkalkuliert. Das kostet ja auch ungefähr 15 Euro. Also habe ich dann nicht 30 Euro mehr, sondern es sind ja gerade mal 15 Euro mehr. Ja gut, müssen wir mal gucken. Aber wir sprechen halt trotzdem von 1300 Euro für das Auto und da sind noch keine Akkus dabei. Die kommen da dazu. Ja, beendet das Video. Vielleicht kommt morgen früh noch auf ein Video auf dem Weg nach Hause und dann habe ich Wochenende und dann am Wochenende werde ich eventuell was bestellen oder heute und dann kommt nächste Woche wahrscheinlich ein Video auf dem Weg zur Arbeit und dann berichte ich euch, was ich gemacht habe. Nur das auch. Bis dahin. Tschüss.